Es ist die schlimmste Nachricht für alle Eltern. Dem eigenen Kind geht es nicht gut oder es ist sogar im schlimmsten Fall plötzlich verschwunden. Ganz genau das ist am Rosenmontag in der Gemeinde Mattersburg im Ortsteil Walbersdorf passiert. Ein 5-jähriger autistischer Junge war mit seiner Kindergartengruppe unterwegs. Es waren 9 Kinder, eine Pädagogin und eine Helferin. Hier auf der Stierwiese, wo wir uns gerade befinden, haben sie ihren sogenannten Umweltbeitrag geleistet. Sie haben Müll gesammelt und hier auf der Wiese gespielt. Der kleine Junge, der hat auf den Hügeln hier hinter uns ebenfalls gespielt, ist plötzlich davongelaufen und eine Pädagogin ist ihm noch nachgelaufen. Der Junge war dann kurze Zeit später plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Die besorgten Pädagoginnen haben umgehend die Polizei alarmiert. Mit 7 Streifen, einem Rettungshund und einer Drohne hat man lange nach dem Jungen gesucht. Der nahegelegene Bach ebenso wie auch hier auf dem Schotterweg, der sich auch neben uns befindet. Um kurz nach 13 Uhr dann die Nachricht, der Junge war gefunden worden in einem Garten in einem Biotop. Umgehend wurden die Rettungskräfte alarmiert, man versuchte ihn zu reanimieren und brachte ihn in ein Krankenhaus in Wiener Neustadt. Allerdings umsonst, der Junge verstarb noch am Montag. Nun, mittlerweile hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, es stehen noch einige Befragungen aus und wir hatten auch die Möglichkeit, mit der hiesigen Bürgermeisterin Claudia Schlager zu sprechen. Sie hat gesagt, es ist ein tragischer Vorfall. Ihre Gefühle sind bei der Familie. Ein Kriseninterventionsteam wurde ebenfalls beauftragt, um sich um die Pädagoginnen und auch die Eltern und die Kinder im Kindergarten zu kümmern. In Mattersburg kommt es am Montag zu einem dramatischen Unfall. Ein 5-jähriger Bub stirbt bei einem Kindergartenausflug. Kurz vor Mittag entfernt sich das Kind unbemerkt von seiner Gruppe. Die Betreuerinnen starten sofort eine Suchaktion mit Hilfe der Polizei. 7 Streifen, ein Diensthund und 2 Drohnen sind im Einsatz. Schlussendlich wird der kleine Bub gefunden. Sein Körper liegt leblos in einem Biotop. Das Kind wird sofort ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht. Alle Wiederbelebungsmaßnahmen kommen jedoch zu spät. Der Kleine stirbt. Das berichtet die Landespolizeidirektion im Burgenland. Wie es genau zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Es herrscht große Trauer. Frau Schlager, vielen Dank für das Interview. Es ist kein leichter Moment heute. Es ist auch für die Familien, für alle, die betroffen sind, ein sehr schwerer Moment. Wie geht es Ihnen aktuell und wie geht es auch der Gemeinde vor Ort? Also mir persönlich geht es nicht sehr gut und natürlich auch der ganzen Gemeinde. Ich bekomme regelmäßig Anrufe und sprechen ihr Mitgefühl aus der Familie. Unser Mitgefühl ist bei der Familie, wir sind in Gedanken bei der Familie. Es ist ein tragischer Vorfall, der gestern passiert ist. Wir haben von Seiten der Gemeinde natürlich versucht, so viel psychologische Unterstützung zu organisieren, wie notwendig ist. Wir sind auch bei der Familie, wenn die Familie Unterstützung braucht von Seiten der Gemeinde. Sie können sich gerne bei uns melden, wir unterstützen sehr gerne. Und wir haben heute auch schon ein psychologisches Team im Kindergarten vor Ort gehabt, die mit den Pädagoginnen und mit den Kindern gearbeitet haben. Sie haben es angesprochen, auch ein sogenanntes, in Ihrer Aussendung hat man es gelesen, ein Kriseninterventionsteam, das sich hier auch einsetzt. Was genau sind jetzt die Schritte, die hier getätigt werden? Das Kriseninterventionsteam arbeitet mit den Pädagoginnen, mit den Helferinnen, arbeitet diesen Vorfall auf, unterstützt, versucht den Kindern auch zu erklären, was gestern passiert ist, auf spielerische Form. Die Leute sind dafür ausgebildet und wissen, wie sie damit umgehen müssen. Wir haben weiter noch psychologische Betreuung angesucht, wenn sie notwendig ist. Und wir können jetzt nur abwarten, was die Ermittlungen ergeben. Jetzt hat man auch gelesen, dass die Kindergarteninspektion ebenfalls schon alarmiert worden ist, auch im Einsatz ist vor Ort. Was sind hier die genauen Vorgänge? Ich kann das jetzt noch nicht genau sagen. Die Kindergarteninspektorin war heute schon in der Früh im Kindergarten, hat die Kindergartenpädagoginnen auch psychologisch betreut, hat Unterstützung natürlich vor Ort zur Verfügung gestellt, was in so einer Situation ganz, ganz wichtig ist, um diese Situation oder diesen schrecklichen Vorfall, wir sind alle traumatisiert, aufzuarbeiten. Hatten Sie selber auch schon die Möglichkeit, mit dem Kindergarten oder den Verantwortlichen dort zu sprechen oder auch mit der Polizei? Wir sind natürlich gestern, als wir von dem Vorfall erfahren haben, sofort in den Kindergarten gefahren, haben uns vor Ort einen Überblick von der Lage gemacht und haben versucht, in den ersten Stunden und Minuten für die Pädagoginnen da zu sein. Es war natürlich furchtbar, die ganze Situation.
Wenn Sie es vielleicht kurz auch uns erzählen könnten, wie geht es denn den Kindern aktuell, wie geht es den Pädagoginnen auch vor Ort? Ich habe von unserer Abteilungsleiterin der Elementarpädagogik erfahren, dass die Pädagoginnen soweit stabil sind. Natürlich ist es zu emotionalen Ausbrüchen gekommen während der Aufarbeitung dieses Themas heute am Vormittag. Die Pädagoginnen sind soweit stabil. Aber wenn psychologische Betreuung noch gewünscht ist und gebraucht wird, sind wir natürlich auf alle Fälle da und bieten das auch an. Wie gehen die Kinder damit um? Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Ich glaube, die Kinder haben das in spielerischer Form mit dem Psychologen sehr gut aufgearbeitet und ich hoffe, dass es den Kindern gut geht und die gut damit umgehen können. Sie haben vorher auch die Familie und die Freunde angesprochen. Hatten Sie die Möglichkeit, auch mit der Familie schon mit der Betroffenen zu sprechen? Ich konnte der Familie heute kurz mein Beileid aussprechen, aber wir werden sicher noch Kontakt aufnehmen mit der Familie und wenn die Familie Unterstützung braucht, sind wir auf alle Fälle da. Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Wartet jetzt mal man ab, wie die Ermittlungen weitergehen oder gibt es auch einen Trauergottesdienst? Das werden wir sehen. Wir müssen natürlich jetzt einmal die Ermittlungen abwarten, wie der Vorfall genau abgelaufen ist und dann werden wir weitersehen. Ja, vielen Dank für das Interview. Zunächst mein innigstes Beileid. Das ist eine der schwierigsten Situationen für Eltern. Das Wichtigste ist, dass in dieser ersten und auch in weiteren Phasen jemand da ist, der einen liebevoll hält, wo ein Vertrauen da ist, wo man etwas aussprechen kann. Auch das Unerträgliche wird leichter, wenn es ausgesprochen werden kann, ohne dass wer sofort irgendeine Tröstung ausspricht oder etwas, was manchmal auch Helfer tun, weil sie diese Unerträglichkeit der eigenen Ohnmacht so schlecht aushalten, dass man nicht vorschnell einfach tröstet, wird schon werden. Weil was soll jetzt werden? Besser soll es werden. Und dazu muss wer zuhören, muss wer halten. Man soll das Gefühl haben, man ist gehalten hier in einem vertrauten Kreis. Und die Erinnerungen sollen ausgesprochen werden. Der Schmerz, die Trauer, auch die Wut. Ganz wichtig für die Trauerbewältigung ist, dass man das Hadern, die Wut, dass einem sowas passiert im Leben, dass das Liebste genommen wird, ausgesprochen, ausgeschrien werden darf. Das kann auch aggressiv ablaufen, das schockiert dann oft die Umgebung, aber die Aggression gehört oft auch zu einem Stadium der Krisenbewältigung. Wir können nur schlechter damit umgehen, als wenn jemand im Rückzug depressiv ist. Diese verschiedenen Stadien können ganz unterschiedlich ablaufen. Am Anfang ist es manchmal so, dass man eigentlich glaubt, man sitzt im falschen Film. Es geht eigentlich gar nicht um einen selbst. Das ist ein Schutz der Seele, dass man hier nicht mit hineingezogen wird, sofort in eine Katastrophe für sich selbst und allmählich dämmert, dass dieser Albtraum leider Realität ist und dann schrittweise nicht alleine lassen, sondern immer, dass wer da ist, der einem gut tut, wo man sich wohlfühlt. Das können professionelle Helfer sein, die immer wieder auch die richtigen Fragen stellen und dann zuhören oder auch Angehörige im Kreis, ja, die gewissermaßen zuhören, halten und Sicherheit auch geben. Das ist ganz was Wichtiges, ja. Die Ermittlungen, wie es überhaupt zu diesem tragischen Unfall kommen konnte, sind in vollem Gang. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, die Kinder waren betreut. Der Fünfjährige hat sich von dieser Kindergartengruppe entfernt. Jetzt machen sich wahrscheinlich auch die Betreuerinnen und Betreuer große Vorwürfe. Wie kann man mit einer etwaigen auch Schuldzuweisung, die vielleicht von den Eltern und Angehörigen kommen, überhaupt dann weiterleben? Also damit kann man nur so weiterleben, dass man das auch, ich ermutige immer, dass man das auch direkt vermittelt. Ich verstehe, dass Sie mich schuldig machen oder dass Sie uns die Schuld geben, aber ich kann Ihnen versichern, wir haben das Möglichste getan. Also das ist ganz wichtig, dass man das offen ausspricht. Natürlich stellen sich dann selbst die Fragen, was habe ich falsch gemacht? Und weiß Gott, im Nachhinein fällt ja immer alles Mögliche noch ein.
aber dass man etwas ganz übernimmt, was einem jemand überstülpt sozusagen, dafür würde ich warnen. Ja? Aber dieses Gefühl, das mitverursacht zu haben, das kann natürlich beim Einzelnen durchaus nicht nur akut, sondern längerfristig bleiben. Auch das gehört artikuliert. Auch das gehört in einem vertrauten Rahmen ausgesprochen. Es klingt so banal, wenn ich immer sage, Gefühle zur Sprache bringen. Aber die heftigsten Gefühle, die am destruktivsten und zerstörendsten wirken, sind die, die unausgesprochen sind. Daher gehört das einfach auch vermittelt und gesagt. Und auch dieser Schmerz, diese Betreuerinnen, die werden ja selber großen Schmerz haben und werden verzweifelt sein, nehme ich an. Ich habe schon immer wieder auch Menschen in solchen Situationen betreut. Und auch die kehren gestützt. Das ist ganz was Wichtiges, weil in solchen Situationen, wo wir Menschen ohnmächtig sind, einem Schicksal, das jetzt eingetroffen, über uns gekommen ist, werden immer Schuldige gesucht und die werden dann fast schon kaputt gemacht mit Vorwürfen. Das hilft natürlich nichts, aber es macht das Ganze in einem Moment ein bisschen erträglicher, wenn man meint, man hat jetzt den Täter oder die Täterin und damit weiß man, warum was passiert ist. Also das ist eine Neigung, die Menschen haben, ja. Und da muss man vorsichtig sein, die muss man auch schützen. Frau Dr. Rosmanit, ich darf Sie auch fragen. Auf der einen Seite ist natürlich der Schock oder sitzt der Schock bei den Erwachsenen sehr tief. Wie geht man in so einem Fall auch gerade mit den Kindergartenfreundinnen und Freunden um? Wie vermittelt man Kindern, zu welcher Tragödie es hier gekommen ist? Ich bin keine Kinderpsychiaterin. Mein Hausverstand als Mutter und Fachärztin würde mir sagen, man setzt sich zusammen. Man spricht mit den Kindern, was die wahrgenommen haben. Man stellt sich ihren Fragen und man muss dann irgendwann, wenn sie fragen, das auch so sagen, wie es war. Weil die Kinder haben ja ein unglaubliches Gefühl für Situationen, auch wenn sie aus Schongründen der Erwachsenen das gar nicht ansprechen. Also Kinder anzulügen hat gar keinen Sinn und richtet viel mehr Schaden an. Also ich glaube, man kann sich hier am besten danach richten, dass man die Kinder im vertrauten Kreis, im vertrauten Bereich dieser Institution zusammensetzt und mit ihnen die Sache bespricht. Die haben ja wahrgenommen, dass der kleine Bub weggelaufen ist und dann ist er in den Bach gefallen, in das Biotop gefallen. Nicht? Der hat nicht schwimmen können. Und also das muss man schon mit ihnen besprechen. Aber es ist ganz wichtig natürlich auch, was die Eltern wünschen. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten, weil dann die Eltern sich beschweren, dass man Kindern etwas sagt, was sie nicht aushalten. Ich persönlich, das sage ich jetzt als Fachärztin, meine Meinung ist, man sollte Kinder nicht so schonen, dass man sie anlügt. Denn was das Leben ihnen nicht vorenthält, sozusagen, dass man diese Tragödie jetzt hat, das kann man als Erwachsener durch irgendwelche Geschichten, die man jetzt bringt, nicht gut machen. Sondern eher sich dem stellen, das gehört zum Leben leider. Frau Doktor, verarbeiten denn Kinder Trauer und solche Situationen anders als Erwachsene oder ist es im Grunde das Gleiche? Naja, Kinder können also in sehr einfachen Worten ihren Schmerz gut ausdrücken. Es kommt auf die individuelle Situation drauf an, wie sehr hat das Kind gelernt, überhaupt Gefühle auszudrücken. Kinder können sehr gut ausdrücken in Gestaltungen, in Malen, in Zeichnen, in Spielen. Und die können was gestalten für diesen kleinen Buben. Also das heißt, dass sie etwas auch mitgeben, dass der von ihnen weg ist. Ich möchte da jetzt nicht im Besonderen als Fachärztin für Erwachsene mich damit hineinmischen, aber das ist, glaube ich, etwas, was ohne dies bekannt ist, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, Gefühle auszudrücken auch. Kinder sind, je nachdem, wie sie aufwachsen, wenn sie in einem natürlichen Gefühlsbereich sind selbst,
dann können sie das sehr wohl ausdrücken. Aber sie nehmen sehr viel Rücksicht auf Erwachsene, schonen die und sprechen oft nicht darin. Wir wissen das selbst auch von schwerstkranken Kindern, die schonen ihre Eltern und sprechen nicht, obwohl sie selbst spüren und wissen, dass sie schwerstkrank sind. Also das heißt, man muss das Kind auch ermutigen, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir an den kleinen Buben denken und dass der zu uns gehört hat und dass wir ihm noch was mitgeben und so weiter. Ja? Das würde ich machen, aber das ist ein mütterlich-fachärztlicher Empfehlung. Jetzt fühlen sich gerade viele Anwohner auch in Mattersburg, im gesamten Burgenland, sehr hilflos. Man möchte irgendwo Anteilnahme zeigen. Gibt es etwas, was man gemeinschaftlich auch tun kann, um hier Anteilnahme zu zeigen und die Eltern bei dieser Trauer zu unterstützen? Naja, es gibt also natürlich verschiedenste Möglichkeiten, das zu vermitteln und mitzuteilen. Das gibt es auch in den sozialen Medien. Ich weiß nicht, wie in dieser Gemeinde diese Familie eingebettet ist und was sie selber wünschen. Natürlich kann Anteilnahme auch so penetrant sein, dass sie störend ist. Das muss man der Familie selbst überlassen, was die wollen eigentlich. Ja, also wie sehr die Anteilnahme wollen. Aber natürlich sollte jedenfalls ein Angebot sein, oder die sollten auch wahrnehmen, dass die Gemeinde mit ihnen mittrauert. Das ist unterschiedlich, das kann ich nicht sagen, wie das in diesem Dorf aufgebaut ist. Aber dass man das vermittelt, nicht? Dass man das direkt vermittelt. Da gibt es ja so Menschen, die also die Dorfbewohner insgesamt also auch zusammenhalten und bei Zusammenkünften. Das kann man natürlich machen mit den Menschen und ihnen auch Angebot machen, und das sollte man machen, dass sie eine professionelle Unterstützung haben, dass das sofort parat ist und dass das gesichert ist. Ja? Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Wir sind noch am Anfang der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat zur Klärung des Unfallherganges weitere Ermittlungen angeordnet und Details sind noch gar nicht bekannt und noch Gegenstand dieser Ermittlungen. Gerade, Sie sagen es, man befindet sich noch mittendrin in den Ermittlungen, allzu viel ist noch nicht bekannt. Im Allgemeinen, jetzt wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Frage stellt sich auch, inwieweit sind da die Aufsichtspflichten der Betreuerinnen auch im Fokus? Bei dem Vorwurf einer fahrlässigen Tötung wird geprüft, ob die Fahrlässigkeit besteht in dem Verletzung der Aufsichtspflicht. Und auch das ist hier in dem Fall zu prüfen. Im Strafrecht spricht man davon, dass auch ein bedingter Vorsatz ausreichend ist. Ich darf Sie auf Ihr juristisches Fachwissen zurückgreifen. Was bedeutet denn dieser bedingte Vorsatz überhaupt? Dieser bedingte Vorsatz kommt im gegenständlichen Fall nicht zur Anwendung, weil es im Strafrecht unterschieden wird zwischen einem Vorsatzdelikt, wo der bedingte Vorsatz erforderlich ist, und einem Fahrlässigkeitsdelikt. Und hier handelt es sich um ein Fahrlässigkeitsdelikt, wo die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen worden ist. Doch hat der bedingte Vorsatz keinen Anwendungsbereich.